Andreas Müller, Chefkoch und Geschäftsführer im Hotel Zum Norde in Erfurt, Thüringen. Andreas, das Ganze fing mit einem Schuhladen an. Wie kam es dazu? Ja, als die Familie Zum Norde, die Seniorchefs sozusagen nach der Wende das erste Mal Deutschland erkundet haben im Osten, sind sie auf der Rückfahrt von Dresden, Leipzig, hier in Erfurt so ein bisschen gestrandet, haben sich die Stadt angeschaut und haben festgestellt, ach, die ist unsere Heimatstadt Münster doch eigentlich relativ ähnlich, so von der Altstadt her und von dem, vom ganzen Flair, selbst zu ja, quasi kurz nach Wendezeit. Und nach ein bisschen hin und her, nach einem zweiten Besuch, ist man dann ins Geschäft gekommen sozusagen und hat erstmal ein kleines Geschäft am Anger gemietet und hat so das erste kleine Schuhgeschäft aufgemacht. Und im Zuge dessen kam dann ja, die Frage der Stadt, ja, würden Sie vielleicht das Grundstück kaufen wollen, was Größeres was machen, was würden Sie sich denn vorstellen, und über Gespräche mit der Stadt und kam dann sozusagen heraus, dass ja, ein größeres Schuhgeschäft und was machen wir denn mit dem Gebäude darüber. Ja, die Stadt sagte, naja, Büros haben wir schon genügend, ein Hotel wäre eigentlich nicht schlecht. Und so ging es dann 1994 sozusagen mit dem Hotel Garni, also einfach Übernachtung und ein bisschen Frühstück los. Und hat sich ja, dann zum 4-Sterne-Plus-Hotel bis heute entwickelt. Wie viele Zimmer habt ihr hier? 54 Zimmer, 3 Ferienwohnungen, Suiten, also sehr individuell, verschiedene Größen. Wir haben auch noch Raucherzimmer, für die wir es gar nicht lassen können, ja. 2 Stück. Was den Rauchern ist, gerne tun, auch sehr gefällt. Ja. Und ja. Ja, okay. Und dann ist hier natürlich noch angeschlossen Restaurationsbereich. Was ist so das Konzept deiner Küche, Andreas? Ja, wir sind regional aufgestellt. Wir kochen vielleicht nicht klassisch thüringisch, sondern eher so ein bisschen Thüringer Produkte verarbeiten, ein bisschen thüringisch angehaucht, allerdings sehr saisonal. Im Winter orientieren wir uns ein bisschen an den Alpen. Spargel haben wir hier auch mehr oder weniger vor Ort, wo wir in der Spargelsaison trumpfen können. Und jetzt im Februar geht die Kreissaison los, also da gucken wir ein bisschen nach Norwegen, aber wir gucken auch immer, dass wir Thüringer Produkte mit dazu kombinieren. Also nicht einfach nur asiatisch groß und überall hingucken, wo es was Schönes gibt, sondern versuchen aus den Dingen, die es hier gibt, was Schönes zu machen. Jetzt gibt es noch was ganz Besonderes, nämlich hier auf dem Tisch haben wir Limonade, die aus dem Hause Zum Norde stammen. Was kannst du mir dazu sagen? Also Bier macht ihr, glaube ich, und genau, diese Limonade selbst. Und diese Limonade ist die Idee unserer Restaurantleiterin, beziehungsweise meiner Co-Gastronomieleiterin sozusagen. Das ist jetzt die grüne, das ist die dritte, die sie sich ausgedacht hat. Wir haben mit einer gelben angefangen, letztes Jahr im Sommer. Über den Winter hatten wir eine rote, die war so ein bisschen mit rote Beete und Kirsche. Und das ist jetzt für den Ausklang des Winters und Anfang des Frühlings so ein bisschen Basilikum, Limette und ja. Ja, genau. Sehr erfrischend und die Resonanz ist auch relativ. Ja, die Gäste finden es toll. Die mögen es. Also Individuelles gibt sozusagen, was es überall gibt. Kann ich bestätigen, hat mir auch gut geschmeckt. Vielen Dank, Andreas. Ja.